Oh mein Gott, Digga, erstmal hier Match Reaction, Digga. Bambi? Magic Musiala. Ich brauche nicht mehr sagen. Magic Musiala, er ist absoluter Stammspieler jetzt in meinen Augen. Er ist absoluter Stammspieler. Was soll man dazu mehr sagen? Mehr Neymar, Ronaldinho, Messi, ey. Wir haben Musiala, Bro. Wir haben Musiala. Und ich bitte dich, du bleibst für immer beim FC Bayern, Bro. Für immer, komm hier nicht mit dieser, weil du diese England-Wurzeln hast, du gehst in die Premier League, du bleibst im FC Bayern, sonst werde ich sauer, Digga. So, muss ich ihn erstmal rauslassen, aber. Digga, nein, was soll ich? Ich bin so glücklich, dass wir diesen Jungen geholt haben, Pratzo. Danke. Kuss geht raus, Pratzo. Was hast du uns da gegeben, Mann? Was hast du uns da für ein Geschenk gegeben, Digga? Wie viel hat der gekostet? Nix. Bro, ich muss erstmal hier. Mein Hals. Mir ist an mir, Jungs, richtig geil. Ich dachte, es wird schwer. Ich habe irgendwann Angst gekriegt. Einer war im Chat. Der hat gesagt, 7-1 Chelsea-Fan. Ich habe gesagt, wenn das passiert, kriegst du 100 Euro. Bro, ich habe geschwitzt. Bruder, ich habe gedacht, was für 7-1, Bruder. Wir gewinnen 6-1. Was ist los, Digga? Ich dachte, das wird hart. Aber ich muss sagen, Frankfurt hat sich auch nicht so geil hinten angestellt. Ich habe mir das schon kompakter vorgestellt, war es aber nicht. Und ja, aber ich bin mega glücklich. Mathys Tel ist sogar reingekommen. Alles. Wir sind vorne Variable des Grauens, Mann. Das ist so geil. Mané turnt rum oder sei es Gnabry, sei es Dantel, sei es Sané, sei es Musiala. Der einzigste, wo ich Angst habe, ist Thomas, Bro. Thomas, Bro. Thomas. Thomas Müller macht mir Angst in dieser 4-2-2-2 Formation oder Dreierkette oder sonst was. Thomas Müller passt nicht rein. Auch ohne richtigen Neuner. Thomas Müller muss zentral hinter Neuner stehen, da passt nicht rein. Ich habe Angst. Bei Gott, mein Herz. Ich schwitze schon gleich, wenn ich nur dieser Gedanke, wenn ich sehe, Thomas Müller macht seine Scorer nicht oder wird schlecht und irgendwann spielt er nicht und ist Bankspieler. Ich glaube, ich mein's todernst, ich glaube, ich komme darauf nicht klar. Thomas Müller irgendwann nicht mehr für den FC Bayern spielen wird. Oder sagen wir es mal, es wäre besser so, wenn er immer richtig gut wäre und er reinpasst und es dann irgendwann ein bisschen aufhört. So langsam mäßig. Aber er eigentlich reinpasst. Aber wenn es so ist, dass er jetzt eigentlich gut ist, so, aber nicht ins System reinpasst und wir deswegen nicht mehr Thomas Müller spielen können, dann tut mein Herz weh, Jungs. Ich sag euch ehrlich, dann ist vorbei bei mir, komme ich nicht mehr klar. Oh Gottes Willen. Aber naja, auf jeden Fall sind wir krass vorne variabel unterwegs. Das gefällt mir richtig, Alter. Digga, vergisst eine Sache nicht. Benjamin, Wally Pavard ist mein Sohn, okay? Ich hab's euch gesagt, er wird Stamm spielen. Masraoui ist nur ein Backup. Sei es Vierer- oder Dreierkette, Masraoui ist ein Backup. Ich hab's euch gesagt. Dreierkette, rechter Wingback. Könnte, keine Ahnung, Coman sein und so. Aber der ist jetzt halt rot gesperrt. Das ist Coman, das ist Masraoui der Backup. Viererkette, Pavard Rechtsverteidiger, Masraoui ist der Backup, okay? Klargestellt hier. So. Ja, ich bin einfach nur geflasht vom Bambi. Ich weiß gar nichts mehr. Was soll ich noch sagen? Jetzt Mario Götze gespielt. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kann über niemanden was sagen, weil ich habe nur Bambi gesehen. Ich bin verliebt in Bambi. Auf jeden Fall, gebt ein Like und ein Abo. Haut rein.